Einmal schnell reinhuschen. Eine Meisterschule soll hier sein mit sehr geilem Tanzsaal. Boah, was kommt denn da von der Decke runter? Hier haben wir so eine dicke Mielemaschine. Hier ist Stoff aufgerollt. Das ist definitiv die Küche. Und ich habe gerade von den Jungs gehört. So eine Spinne. Eine Tarantel. Gestreift. Und euch hinterhergelaufen. Da unten irgendwo. Und ich hasse große Spinnen. Oh, hier wird es sein. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Ich habe ein Auto gehört. Hier hat genau ein Auto jetzt vor der Tür angehalten. Ich will mal kurz gucken. Boah! Polizei! Leute, wir sind auf dem Weg zu unserem nächsten Lost Place. Wir haben voll Angst vor den Nachbarn gehabt, aber das sollten die Nachbarn sein. Das ist das Haus, was bewohnt ist. Da oben ist alles lost. Das Gebäude daneben ist lost. Also ich glaube, wir haben nur ein Haus, wo wir aufpassen müssen. Der Rest sieht echt verlassen aus. Ich glaube, das ist eine halbe Stadt, die hier verlassen ist. Das Gebäude da oben ist auch ganz sicher verlassen. Und hier sind zum Teil, wo jemand wohnt, auch noch die Rollos runter. Da hinten das Haus, was daneben ist, ist auch verlassen. Ich komme mir gerade vor wie in einer Geisterstadt. Das ist creepy, oder? Hier soll ein alter Tanzsaal drin sein. Da soll der Tanzsaal drin sein. Einmal schnell reinhuschen. Kabel sind noch dran. Boah, ist das kalt hier drin. Boah, ist das kalt. Puh. Alter! Hier ist ein offener Goodie-Deckel. Ich müsste halt erstmal gucken, ob der Raum sich oben lohnt. Ne? Wir sind jetzt erstmal durch den Keller. Ich lasse die GoPro mal nebenbei laufen. Ja, erste Hilfe im Raum rechts. Vielleicht finden wir da noch ein alter Erste-Hilfe-Set. Boah, ich glaube, hier ist keine Erste Hilfe mehr, Leute. Was ist denn das hier alles? Sieht komplett strange aus, Leute. Also das ist auf jeden Fall ein ganz komischer Kellerbereich. Aber da geht's schon nach oben. Gucken wir uns mal um. Oh, da kommt eine fette Spinne rein. Also hier ist noch kein, hier ist Raum 8. Und da geht's noch hoch. Also ich denke, ich gehe mal direkt nach oben. Eine Meisterschule soll hier sein mit sehr geilem Tanzsaal. Ich weiß nicht, wo der Tanzsaal ist. Wir haben hier so unfassbar viele Etagen. Qualifizierungs- und Service. Hier, Meisterschule steht hier dran an der Tür. Boah, was kommt denn da von der Decke runter? Guckt euch das mal an. Was hängt denn da? Das ist ja heftig. Also hier haben wir eine Menge zu erkunden. Ist noch alles sehr, sehr leer geräumt. Ein paar Schräume, oh Gott. Boah, ist das ein beißender Geruch hier drin. Ich denke mal, hier waren Duschen. Ein paar Specken. Haben wir dann direkt noch mal eine Etage höher. Ich will es jetzt unbedingt wissen. Ich denke mal, hier machen wir ein bisschen die Taschenlampe aus. Strange ist das hier schon ein bisschen. Weil hier auch alles lost ist drumherum. Obwohl, bei dem Gebäude bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke mal, hier war so ein kleines, ja, wo Fische drin gehalten wurde. So ein kleiner Indoor-Teich. Oh, hier wird es sein. Ja, ich habe ihn schon gefunden. Das ist der alte Tanzsaal hier. Sieht schon pompös aus, aber leider, Leute, was haben sie damit gemacht? Einfach komplett alles zertrümmert. Das ist wirklich schade. Kronleuchter an der Decke, die sehen aber noch wirklich pompös aus. Da gucken wir einfach mal so ein bisschen rum, was hier noch steht. Ich sehe mehrere Möbel, teilweise irgendwelche Maschinen.
Boah, das ist einfach mal komplett alles vollgeräumt, ne? Aber ich sehe schon, der Raum da hinten, da lohnt es sich nicht reinzugehen. Ich habe ein Auto gehört. Ich hätte genau ein Auto jetzt vor der Tür angehalten. Ich will mal kurz gucken. Ich kann nicht leise gucken gehen. Ich komme nicht an die Fenster drin. Guck mal, hier ist alles voller kaputter Teller, Tassen. Ich glaube, wenn ich auf den Tisch gehe, bin ich laut, oder? Und da ist ein Fenster. Auf der Seite sehe ich jetzt keine Polizei. Was auch cool ist, sind diese Vorhänge, die hier so hängen. Die machen das Ganze noch ein bisschen schicker. Was macht man denn alles so in der Meisterschule? Pflegesymbole. Jetzt kann ich euch das Ganze mal komplett zeigen hier. Ist schon ein beeindruckender Raum, auf jeden Fall. Das hat was. Ich guck mal, ob wir auch irgendwie hinter die Bühne können. Oh, es sind nur kleine Räume. Und die sind echt klein, ne? Ja, leider ist hier nicht mehr. So, ich quetsche mich mal hier durch, weil ich sehe, hier kommen wir, glaube ich, auch weiter. Puh. Ah, hier ist wirklich schon sehr viel kaputt. Das ist, schon Endzerstörung hier. Ich glaube, da vorne hat es auch gebrannt. Da sehen wir teilweise den Ruß von der Decke. Aber ich finde es gut, das Feuer hat sich nicht großartig ausgebreitet. Hier sehen wir nämlich überall so Holzpaneelen an den Seiten. Es hätte noch schlimmer ausgehen können. Und ich sage euch, hier ist wirklich alles Last. Guckt euch mal das Gebäude gegenüber an. Da ist eine Tür auf. Da ist eine Tür auf. Das ist Lost City hier. Das sieht aber nicht mehr ganz so gut aus. Das ist ganz schön eingebrochen. Ich weiß gar nicht, das sieht aus wie so ein bisschen so eine Küche hier, ne? Ein Abzugshauben. Und hier, Leute, was ist das denn gewesen? Stopp, Notklingel, Keller 2, das ist ein Aufzug. Könnte hier eine Küche gewesen sein? Hier ist auch alles gefliest. Ich meine, hier liegen auch immer überall ganz viele Teller, Geschirr und Besteck. Das ist doch original Resident Evil Umbrella Corporation. Teil 2 der Küche. Hier ist auf jeden Fall auch alles gefliest, ne? Ich will hier im Casino heiraten. Nehmen wir mal den Blick aus dem Fenster. Das Gebäude geht gleich noch hier rum. Okay, hier sehen wir sanitäre Anlagen. Waschbecken ist zertrümmert. Leute. Oh Gott, nee. Nee. Ist auf jeden Fall das Männer-WC gewesen. Frauen haben selten Pissoirs an den Wänden. Aha, auch nochmal WC, dann für die Damen. Boah, ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz hoch. Vielleicht haben wir da auch noch was. Nee, wir gehen doch noch nicht ganz hoch. Wir gehen gleich ganz hoch, versprochen. Ich will mich hier erst noch mal ein bisschen umgucken. Oh, es ist ein bisschen spooky hier, oder? Das ist ein riesen Gebäude. Leute, aber wirklich nicht mehr wirklich Einrichtung vorhanden. Das kleine Mosaik an der Seite, das sieht auch noch schön aus. Okay, Einrichtung. Ich laufe direkt drauf zu. Jetzt bin ich überfordert, weil das ist definitiv die Küche. Das drüben war vielleicht doch keine Küche. Hier haben wir noch Geschirr. Boah, der Boden, ne? Der fühlt sich gar nicht mal so geil an hier. Hier haben wir teilweise noch alles eingerichtet. Da sind noch Teller drin. Kartoffeln wurden hier gelagert. Ein altes Backblech, denke ich mal. Wir haben noch einen Kühlschrank oder so hier. Muss ein bisschen aufpassen. Nachbarschaft direkt gegenüber. Die sind noch bewohnt. Ich bin mir aber nicht sicher. Sieht hier, wie gesagt, alles komplett lost aus. Hier sehen wir, steht noch was. Hier war irgendwie der Vorbereitungsraum. Was auch immer da vorbereitet wurde. Das Essen. Für mich ist gerade hier überall eine Küche. Ja, der Raum ist komplett leer. Ich weiß nicht, ob die Tür dazu gehört. Und hier war die Durchreiche. Guten Tag. Ich würde gerne mal sehen, ob wir noch irgendwie ein Haltbarkeitsdatum hier haben. Gar nicht, läuft so ein Zitronentee ab. Da. Oder sehen wir was. Mindesthaltbarkeitsdatum 25.01.2009. Das Ganze wird schon ein bisschen länger verlassen sein, denke ich mir mal. Haben wir hier noch was? Nee, sehe ich jetzt nicht. Was mir hier gerade noch auffällt an diesem Stuhl, guckt euch mal dieses schöne Bild hier drauf an. Ein kleiner Fuchs mit ein paar Eichelblättern und Eicheln daneben. Das sieht toll aus. Da geht es gleich noch in den Elektrikraum oder so. Auf jeden Fall sieht das aus wie ein Sicherungskasten da hinten. Gucken wir, ob wir da irgendwie reinkommen. Ja, hier ist der Sicherungskastenraum da hinten. Oh Gott, da ist nichts mehr drin.
Also wirklich gar nichts mehr vorhanden. Also noch ein bisschen Snacks, Erdnüsse, Kaffee weißer, Cappuccino. Was steht da? Elektrische Anlage. Hände weg. Zutritt nur für den Fachmann. Denke an die Folgen. Bestätigt auf jeden Fall meine Vermutung, dass hier der Elektrikraum war. Oha. Das ist aber auch noch einiges, was hier drin steht. Ich weiß nicht, ob ich rausfinden kann, was das hier für eine Meisterschule war. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachforschen. Sieht aber gerade hier schwer nach einem Stoff aus. Hier ist Stoff aufgerollt an dem Gerät. Hier haben wir so eine dicke Miele-Maschine. Kannst du dann hier einschalten? Ist das eine Näherei gewesen? Hier liegt auch noch ein bisschen Stoff auf dem Boden. Das gehört wohl wahrscheinlich auch noch hier rein vielleicht, weil hier ist aufgebrochen. Was haben wir denn hier? Gerätebeschreibung. Warte mal, hier steht vielleicht was dran, was das ist. Hier steht irgendwas mit Wäscheabstreifer. Also es war ein Wäscheabstreifer, dieses Gerät. Also hier wird wahrscheinlich eine Meisterschule für alles Mögliche, für Handwerktätigkeiten gewesen sein. Weil hier die Kollegen haben auch noch andere Sachen gefunden. Irgendwelche Teppiche, Malersachen. Also irgendwie vielleicht jede Etage oder jeder Flügel was Eigenes. Hier waren auf jeden Fall Duschen drin. Hier sind Waschbecken. Okay, hier, der Mario hat gerade rausgefunden, dass das eine große Bügelmaschine war. Ich habe ja irgendwie erst so vermutet, dass hier was genäht wurde, Gardinen. Aber eine Bügelmaschine. Für Bettlaken unter anderem. Ja, das macht auch Sinn. Ganz verrückt, dieser Ort hier. Ganz crazy. Jetzt kommen wir in den nächsten großen Raum. Oh, der ist mal leer. Der ist einfach mal komplett leer. Gott, hier geht's auch wieder weiter. Auch nicht mehr viel vorhanden. Das ist aber auch interessant, was da oben, ne? Hast du das gesehen? Ist da so, ja, vielleicht drehst du mal die Kamera rum. Ist da so Ziegelsteine, wie heißt das, Ziegelsteine? Dachziegeln. Dachziegeln, dass da einfach Dachziegeln oben sind. Ja, das ist ein kleines Häuschen gebaut. Wahrscheinlich haben die dann die Verklinkerung hier gemacht. Also Mario und Linda haben mehrere Sachen entdeckt. Malerschule soll hier drin gewesen sein. Und Hotelfach vielleicht, weil da dicke Bügelmaschinen noch drin sind. Und Hauswirtschaft, habe ich auch hier links gesehen. Okay, das könnte auch passen. Also ja, die Küche habe ich auch schon gesehen. Ja, das sieht komisch aus mit dem Dach. Ein kleines Häuschen, einfach hier mitten drin. Warte mal, was haben wir hier? Spiegelfedern. Und dann die einzelnen Farben da. Das sieht aus wie Musterfliesen an den Wänden, Leute. Hier ist der Treppenaufgang, aber ich würde sagen, wir nehmen den Haupttreppenaufgang. Dann kommen wir auch dahin, weil der Haupttreppenaufgang ist direkt nebenan. Was ist denn das hier? Haben die einfach so Schmuckblümelein an der Wände gemacht. Das sieht ja interessant aus. Der Hügel hier sieht krass aus. Hier kannst du, glaube ich, gut mit dem Schlitten runterfahren, oder? Das da hinten sieht auch irgendwie alles lost aus. Irgendwie sieht hier alles lost aus. So, wir gehen jetzt direkt noch eine Etage hoch. Wir nehmen die Etage gleich mit. Ich wollte nur jetzt einmal ganz kurz gucken, ob das jetzt hier das Ende ist. Kann ich leider nicht mehr sehen, was da an der Wand stand. Puh. Schon wieder die fetteste Mücke ever hier. Ja, so, dicke Mücken, ne? Hier stehen irgendwelche Schränke. Der Blick in die Richtung. Komplett zertrümmert alles. Gut, hier haben wir den Treppenaufgang, den ich gerade noch nicht nehmen wollte. Könnte auch so ein Hauswirtschaftsraum gewesen sein, oder? Ich gehe mal nicht so nah ans Fenster, weil ich nicht weiß, was mit dem Gebäude da drüben ist. Boah, Leute, was ist denn hier passiert? Der ganze Boden ist... Also, hier ist alles. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier ist einfach alles zerstört. Was noch besonders auffällt, sind diese Bilder an den Wänden. Sorry, aber hier mache ich nochmal Licht aus und bin ein bisschen leiser, weil hier auch alle Fenster auf sind. Ich bin mir halt nicht sicher, was da hinten noch alles in Gebäuden bewohnt ist und was nicht. Da hinten ist aber auch schon das Dach komplett eingestürzt. Oh, wo sind wir denn hier? Was ist denn das? Denn hier auch eine Küche? War nochmal so eine Art Hauswirtschaftsraum? Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen.
Aber Leute, das sieht doch auch wieder halblost aus. Aber nur die rechte Seite. Da links weiß ich nicht. Da oben sind noch Vorhänge. Da oben hängt eine Kamera im Gebäude. Ich glaube, das ist nicht Lost. Aber hier, das ist definitiv Lost. Gucken wir mal einmal hier durch. Guck, guck. Boah, der Raum, der sieht ein bisschen creepy aus hier. Die diesen alten Holztischen und so. Aber da hinten ist schon die Wand. Da geht's nicht weiter. Hier haben wir noch einen alten Schreibtisch auf dem Flur stehen. Und schon wieder dieses Deko-Zeug, ne? Hier fällt auf jeden Fall der Bodenbelag auf. Aber sonst ist der komplett leer. Das heißt, wir gehen direkt weiter. Es ist aber auch alles zerstört hier. Alles, guckt euch mal die ganzen Glasscherben hier an. Es ist unfassbar. Was ist da? Tafeln? Ja. Da in dem großen Ja. Sieht aus, als hätte man eine Tafel. Okay, würde ja passen, ne, zu so einem Schloss. Also ich habe gerade schon gehört von Linda und Mario, hier sollen irgendwo Tafeln gehangen haben. Warte, wir fangen erstmal hier an. Boah, guck euch mal den Boden an. Es kam alles von der Decke und ist schon teilweise mit Moos voll. Achso, das ist eine Deckenlampe. Ich dachte, da hängt vielleicht ein Fernseher runter. Guck da. Da gehe ich. Ich will gleich nochmal da hinten gucken. Einmal kurz einen Blick reinwerfen, was da ist. So, jetzt kommen wir in einem Raum, wo vermutlich eine Tafel hing. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier vermutet haben. Kann ich mir vorstellen. Hier ist noch ein Schreibtisch. Ja, vielleicht war hier auch so eine Art Schulungsraum. Würde passen von der Größe her. Ja, ist ganz schön muffig. Ich glaube, der Wagen da hinten stand noch nicht vorhin da. Boah, das Dach da vorne sieht nicht gesund aus. Dieser Bogen, der sieht ja auch ziemlich cool aus, dieser Rundbogen. Oh, einfach der Blick in die Richtung, wie einfach alles vollgestellt ist hier. Boah. Noch ein leerer Raum. Ja, und das könnte der nächste Schulungsraum gewesen sein. Hier könnte auch eine Tafel gehangen haben an der Wand. Und dann könnten hier noch Bänke und Tische gestanden haben, theoretisch. Ich guck mal, sind hier noch Schilder an den Türen? Nee, gar nichts mehr. Oder hier an der Tür selber steht nur eine 5 oben drauf. Da steht Männer, okay, da sind die Badezimmer. Hier ist auch wieder dieser tolle Rundbogen. So, ich habe eine Ecke gefunden, wo ich noch nicht war. Da habe ich nur reingefilmt, weil da oben steht das nämlich mit dem Meisterbetrieb. Ach genau, hier sind wir noch nicht reingegangen. Aber ich weiß nicht, ob hier noch was ist wirklich. Oh Gott, hier ist ganz schön dunkel. Hier ist richtig dunkel. So, hier sind ganz viele Spinde. Alle aufgebrochen. Oder aufgeschlossen. Und hier ist auch nirgendwo mehr was drin. Die sind komplett leer. Haben auch keinen Indizien, was hier mal war. Badezimmer wieder mal. Ich denke, wieder getrennt für Männer und Frauen. Schauen wir nochmal hier ums Eck. Boah, ist denn hier passiert? Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht noch interessant aus. Das muss ja richtig mit Wucht hier umschmeißen. Oh mein Gott, wo bin ich jetzt aufgetreten? Ach, ein Stück Teppich. Okay. Und das hier gibt uns auf jeden Fall einen Anhaltspunkt. Malerausbildung. 2010, 2011. Und vielleicht ist das ein Anhaltspunkt, dass das Ganze hier danach verlassen wurde. Dass das die letzte Ausbildungsklasse hier war. So, wir werden uns wieder auf den Weg in den Keller machen, damit wir nach draußen kommen. Dieses Tor sieht absolut creepy aus. Sind wir da gerade auch schon durch? Ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Boah! Wir sind ja gerade hier. Polizei. Alter, ich bin blind. Was ist das hier für ein Kali? Warte, der Keller fehlt doch noch, oder? Ja, und ging das denn im Keller da, oder? Ich würde sagen, hier geht's runter. Warte mal. Oder kommen wir durch den Keller? Wir sind doch durch den Keller reingegangen. Hier geht's in den Keller, hier. Ja, genau. Ich habe ihn gefunden. Einmal noch einen Blick reinwerfen, Leute. Der Keller kommt auch noch. Oh Gott, es geht noch tiefer. Ja, hier geht's noch tiefer. Ach, schade, nicht mehr. Krass. Was ist denn das hier? Ein Loch einfach. Okay, der Keller. Boah, der Keller ist so unfassbar kalt, Leute. Ich kann euch das gar nicht beschreiben, wie kalt das hier ist. Draußen sind jetzt so 18 Grad und hier sind gefühlt 0. Okay, hier war die Heizung. Ein paar Sicherungen. Jetzt sehen wir noch ein paar Ventile. Ist zumindest noch eine dicke Maschine hier drin. Die können wir uns auch noch mal ein bisschen angucken. So, der Mario hat hier noch ein paar Musterfliesen im Keller entdeckt. Guck mal, hier stehen echt noch viele Modelle von den ganzen Fliesen. Ist auch interessant, muss ich sagen. Da ist jetzt kein Muster bei, was ich mir irgendwie fliesen würde. Okay, hier ist ein bisschen enger, wie wir sehen, ne?
Obwohl, das ist nur für die großen Leute. Ich kann einfach so drunter. Ja, und hier sind wir dann rein, ne? Wir gucken uns jetzt noch einmal kurz das Fabrikgelände gegenüber an. Dann nehme ich euch gleich nochmal mit. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir gehen jetzt nochmal zum Gebäude gegenüber. Wir denken, dass hier der schulische Teil war und hier vielleicht der praktische Teil. Weil hier waren auf jeden Fall zwei Türen offen. Einmal die hier, das habe ich von oben gesehen, und einmal die da vorne. Steht hier CWUW-Profile, Belastung 100 Kilogramm pro Fach. 50, sorry. 50 Kilogramm. Das ist ein schönes DK-Bild mit dem Stuhl da, oder? Alter, was ist hier denn los? Guckt euch mal die Decke an. Stimmt, das niedliche Häuschen ist auch wieder da. Und guck mal, wo der Insider drin ist, der Rahmen von dieser Tür. Das umrahmt ist. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir fangen erstmal hier an. Weil der Stuhl, der steht hier schon sehr provokativ in der Mitte, würde ich sagen. Ich denke aber auch, die Location hat hier gebrannt. Das sieht irgendwie nicht mehr natürlich aus. Nicht der natürliche Verfall. Vielleicht hat er hier auch ein Azubi alles abgefackelt. Und danach musste das Ganze dicht machen. Ich möchte keine Gerüchte in die Welt streuen, aber vielleicht. Aber hier war es auch so, die Chillout-Area. Guckt euch mal dieses Sofa an. Das muss so unfassbar lange hier stehen. So einen Verfall hier sehe ich auch nicht alle Tage. Belinda hat hier noch was entdeckt. Weiß aber auch nicht, was das ist. Ich weiß es auch nicht. Sieht aber ein bisschen ähnlich aus wie so eine Rolle. Die. Meinst du Dämmung? Ja, wenn, weißt du, in der Küche, wenn du irgendwie so brennbar, also ne, wo es was brennen kann? Das kann sein. Keine Ahnung. Dass die hier rumgewickelt war? Ja, genau, du kannst es ja abholen. Ja. Da kommt es. Aber wenn das hier Dämmung für Brand gewesen ist, dann war diese Location nicht damit ausgestattet. Ja, ist ein altes Lagerregal drin, ne? Boah, guck mal, das ist mal Rost und das ist mal ganz gruselig hier drin, Leute. Unfassbar gruselig. Hier ist auch wieder so ein kleines Hütchen, ne? Das finde ich echt liebevoll. Erste Information haben wir bekommen, dass hier ein Tischler war. Holzbearbeitungswerkzeuge. Ja, gucken wir gleich auch mal, was ich sehen. Hier ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Bogen. Hier darf auf jeden Fall nicht gezündet werden. Umlaufende Werkzeuge. Und jetzt der Blick zur Decke, Leute. Das ist nicht gesund. Also, das ist schon krass hier, Leute. Das ist richtig DK. Das sind doch hier Küchenmixer. Boah, in so einen Raum gehe ich aber nicht mehr rein. Ich finde es hier wirklich sehr gefährlich drin. Überall Löcher in den Decken. Und überall ist einfach von alles runtergekommen. Da liegen noch irgendwelche Schläuche. Da liegt noch ein Malerpinsel. Irgendwelche Farbe liegt da auch noch. Ja, komm, wir sehen da schon das Ende. Wir wollen nicht ganz lebensmüde sein heute. Die Stühle wurden hier gestapelt. Ich glaube, sie sind schon ineinander zusammen verschmolzen und verrostet. Und jetzt haben wir hier jetzt wirklich den letzten Raum. Aber ich zeige euch erstmal das tolle Bügeleisen. Richtig krass, wie es hier aussieht. Die Decke wieder. Was ist das hier? Das ist auch so eine Tafel gewesen. Auf jeden Fall so mitten im Raum. Und lässt sich. Ha? Ich glaube, das war so eine Tafel hier. Das ist eine alte Schatztruhe. Was finden wir hier drin? Leider nichts. Okay. Und hier geht es dann definitiv nicht mehr weiter. Leute, ich habe hier noch einen Kalender gefunden im Nebengebäude. Hier lohnt es sich aber nicht mehr großartig viel zu zeigen. Von 1999. So, hier schaue ich mich jetzt nicht weiter um. Ihr seht, hier ist alles zerstört. Und ich habe gerade von den Jungs gehört. So eine Spinne. Eine Tarantel. Gestreift. Gestreift. Und euch hinterhergelaufen. Da unten irgendwo. Und ich hasse große Spinnen. Da muss ich nicht rein. Aber es ist auch wirklich komplett zerstört. Hier ist auch null drin. Wir haben uns gerade ein bisschen umgeguckt. Deshalb habe ich es jetzt auch nicht abgefilmt. Wir gehen mal wieder raus. Ich möchte jetzt nicht von der Tarantel gejagt werden. Ne? Ihr seht ja auch schon, wie kaputt das einfach hier ist. Also das Gebäude rechts hat sich noch gelohnt. Aber jetzt hier unbedingt, nee, das muss nicht. So Leute, jetzt mache ich hier auch die Abmoderation. War eine interessante Location. Meisterschule, Meisterbetrieb, was war es denn jetzt? Handhältig? Auf jeden Fall verschiedene Kategorien sind hier untergekommen. Und hier wird wahrscheinlich dann der praktische Teil gewesen sein. Sehr, sehr heruntergekommen, das letzte Gebäude. Immer schön aufpassen, wenn ihr sowas macht. Guckt euch am besten nur den Scheiß an und macht es nicht nach. Lasst mir ein Like da, Kommentar. Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert den Kanal. Würde mich unterstützen. Ich würde mich wirklich freuen. Und ist kostenlos für euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.